Mit großem Pomp beginnt die Karwoche. Triumphaler Einzug Jesu am Palmsonntag in Jerusalem. Und dann konzentriert sich die ganze Woche auf das Kreuz, auf das Leiden. Diese ruhigen Tage gehen Schritt für Schritt mit dem Herrn, diese Tage des Ausgeliefertwerdens, des Verachtetwerdens, des Verratenwerdens. Vermeintlich ruhige Tage. In den Domkirchen beginnen dann oftmals am Montag oder am Gründonnerstag früh die Chrisammessen, die bischöflichen Feiern, die mit ihren Priestern zusammen die Heilige Messe feiern, um die Segnung der heiligen Öle zu vollziehen, die schon hinführen auf das österliche Geschehen, denn sie bereiten auf die Taufe vor, das Katechumenenöl, das Chrisam für die Taufe, für die Firmung, für die Priesterweihe und dann das Öl für die Krankensalbung, um den Menschen zu begleiten hin zum ewigen Leben und zur Gesundung und zur Heilung. Der Gründonnerstag selber ist dann, da kommt in diese Dunkelheit ein Licht der Freude hinein, so wird dieses letzte Abendmahl, dieses Einsetzen der Eucharistie, was schon eine Vorwegnahme des Kreuzesopfer Jesu ist, gefeiert. Wir dürfen Anteil haben an seiner Liebe. Er schenkt sich uns. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu halten, damit ihr eins seid, wie der Vater und ich eins sind. Und an diesem Abend wird nicht nur die Eucharistie, sondern auch die Priesterweihe und das Sakrament der Versöhnung eingelegt. Eingesetzt, muss man sagen. Und dann beginnt der Verrat, das Alleingelassensein, diese Nacht, die Gefangennahme, der Karfreitag. Der zweite Tag des heiligen Triduums, wie diese drei Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern heißen, werden ja auch liturgisch in einer Feier gefeiert. Am Gründonnerstag beginnt es und endet am Ostertag. Am Karfreitag überwindet Christus die ewige Trennung zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott. Und wir dürfen erfahren, jetzt ist die Tür geöffnet für unser ewiges Leben. Und Jesus schenkt sein Leben für unsere Sünden. Er hat schon alle unsere Sünden, die wir auch heute noch tun, schon damals mit ans Kreuz genommen, um sie zu wandeln und zum Vater zu bringen und letztendlich zu sagen, ich nehme es auf mich, was der getan hat. Und so dürfen wir wissen, dass Jesus am Kreuz schon an dich gedacht hat, wohlwissend, was alles geschieht. Freitagnachmittag, 3 Uhr, Todesstunde Jesu, Stille, Dunkelheit, Sturm. Und dann der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe, so nennt man ihn landläufig. Aber ist es denn wirklich Ruhe? Denkste, würde ich da sagen, denn der Herr hat höchste Aktivität, denn wir beten ja hinabgestiegen in das Reich des Todes, in das Totenreich, zu den Toten steigt er herab, um dieses Grab zu öffnen. Die Orthodoxie hat wunderbare Ikonen, wo der Herr die Adam und Eva an den Händen aus den Gräbern herausreißt und die Fesseln fliegen, die Grabsteine fliegen, das Leben kommt da heraus. Der Herr steigt also hinab, um jeden Einzelnen, der in diesem Totenreich gewartet hat, so nenne ich es jetzt einmal, einzuladen, komm mit mir. Und so ermutige ich euch und darum möchte ich mit uns auch diesen Karsamstag jetzt besonders betrachten, auch zu überlegen, diesen Tag wirklich in Stille zu begehen, nicht nur in dieser äußeren Aktivität das Haus zu reinigen und schön zu machen, sondern bewusst mit Christus auch zum Beispiel zu deinen Vorfahren zu gehen und sie einzuladen, dass sie diese Gnade, diese Liebe, dieses Licht Gottes annehmen, um mit ihm wirklich aus ihrer Gefangenschaft herauszutreten.
auch der Gefangenschaft, der Belastungen, der Schuld, die alles auf ihnen noch liegen mag und zum Teil bis in unsere heutige Zeit auf uns liegt. Und deswegen ist es auch ein Tag der Heilung, sodass wir unsere Verstorbenen ihm präsentieren können. Wir dürfen aber auch vertrauen, dass Jesus in meine tiefsten Dunkelheiten hineintritt, in meine Abhängigkeiten, die ich habe, auch in Bindungen, die negativ sind, in meine Verzweiflungen, in meine Ängste, so dass dieses Licht der Liebe Gottes auch dort hineinströmen kann, damit Heilung geschieht. Denn die Hingabe Gottes an uns Menschen ist das Größte und Schönste, was wir erleben dürfen. Und da wollen wir den Herrn einladen, komm bei mir, ich will mitmachen. Tage des Heiles, so werden diese Kartage genannt in den Hymnen. Und das wünsche ich Ihnen allen, diese gesegnete Zeit der Kartage, der Zeit der Umkehr, der Bereitung. Ostern darf bei mir geschehen. Ich vertraue, dass Gott stärker ist als alle meine Todessehnsucht, alle meine Todesängste, meine Zwänge. Der Herr bricht auch meine Bindungen auf, damit ich lebe. Und so wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete, aber auch eine aktive Karzeit, diese Kartage, mit denen wir Christus begleiten, damit aber auch in uns Leben neu geschenkt werden kann. Ihnen eine gesegnete Zeit.